Und herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen, zu einem sehr spontanen Filmchen. Heute hatte ich eigentlich gar nichts eingeplant. Eigentlich wollte ich diesen Kuchen einfach nur mal so ausprobieren, aber ich habe mir gedacht, komm, lass die Kamera einfach mitlaufen und vielleicht interessiert euch das ja auch. Also, heute soll es bei mir einen Paradiescreme-Kuchen geben. Ich weiß nicht, wer von euch Paradiescreme kennt. Ich mag die unheimlich gerne. Es ist, ja, ein Fertigprodukt. Nichtsdestotrotz liebe ich Paradiescreme. Eigentlich bin ich auch kein Vanille-Fan, sondern bei Paradiescreme bin ich ein Vanille-Fan. Und ich habe letztens diesen Post bei Facebook entdeckt, weiß aber nicht mehr von wem. Und diesen Post hat auch meine ehemalige Pampachef-Kollegin, ich bin ja da nicht mehr tätig, die Monika Camera, auch gesehen, hat diesen Kuchen gebacken in der Schokoladenversion und ist total begeistert. Und das möchte ich jetzt auch unbedingt machen und habe gedacht, ich nehme euch einfach mit. Bei mir gibt es den heute in einer Vanille-Version und damit der Teig dann hinterher noch ein bisschen freundlicher und schöner aussieht, gibt es ein paar Schokostreusel rein. Wie viel, weiß ich nicht. Es gibt also dafür jetzt auch kein spezielles Rezept. So, die Zutaten, die ihr braucht, lasse ich euch durch den Film laufen. Ist einfach besser, könnt ihr euch mitnotieren oder hinterher aus der Infobox euch einfach rausziehen und wenn ihr mögt, dann einfach den Kuchen nachbacken. So, als allererstes habe ich 4 Eier von ihrer Schale befreit und gebe die in den Mixtopf rein. Dann brauchen wir noch Zucker. Das sind 210 Gramm. Ihr könnt natürlich die Zuckermenge auch gerne reduzieren, ganz nach Wunsch. Und das lassen wir jetzt eine Minute auf der Stufe 4 schön schaumig rühren. Die Eier und der Zucker sind jetzt schön miteinander vermischt. Jetzt kommen die 2 Tütchen Paradiescreme rein. Ihr könnt Vanille nehmen, Schoko nehmen, es gibt Stracciatella, es gibt irgendwas mit Karamell. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Sorten es davon gibt. Und bei mir gibt es heute Vanille und 180 Gramm Öl. Ich habe Sonnenblumenöl genommen. Ja, toll. Das hast du wieder gut gemacht. Gerade Öl daneben geplempert. Mensch, Mensch, Mensch. Gut, und jetzt habe ich die Finger auch noch voll. Und Milch. Milch brauchen wir noch. 250 Gramm. Die auch noch rein. Seite packen. Das wird 1,5 Minuten. Decke. 1,5 Minuten. So. Auf Stufe 4 wieder schön miteinander vermischt. So, es ist alles schön vermischt. Zu guter Letzt kommt jetzt Mehl dazu. Das sind 250 Gramm Mehl. Und wir brauchen natürlich auch Backpulver. Da nehmen wir ein ganzes Päckchen. So, und das wird auch 1 Minute Stufe 4 untergerührt. Dann sind wir mit dem Teig schon fast fertig. Ich mache ja noch Schokostreusel rein. Aber ich muss gleich erstmal schauen, wie viel. Und ich werde die auch von Hand unterrühren, weil ich nicht möchte, dass die klein gemixt werden. Mehl ist untergerührt, das Backpulver. So ein bisschen hat sich jetzt hier am Rand festgesetzt. Damit das auch noch untergerührt wird, schiebe ich das kurz runter. Stelle noch einmal gleich kurz die Stufe 4 an. Und dann nehme ich den Topf erstmal raus. So, das reicht mir schon. Ich habe gerade mal in anderen Rezepten für Rührkuchen geguckt, wo Schokostreusel drin sind. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich erstmal so 100 Gramm nehme. Die werde ich jetzt mal einwiegen und dann von Hand mal unterrühren und dann mal schauen. So 105 Gramm sind das jetzt. Ich habe übrigens Zartbitterstreusel. Es gibt ja auch diese Milchschokoladenstreusel. Ich bin eher so der Typ, der gerne herbere Schokolade isst. Deswegen habe ich mich jetzt für die entschieden.
und hebe das jetzt einfach mal hier so. Ne? Könnt ihr das sehen? Blums, kommt ja alles raus. Das wäre ja auch wieder typisch für mich. Heb das jetzt einfach mal so unter, weil ich möchte jetzt nicht, dass da wer weiß wie viel Schokolade zu sehen ist. Nur so ab und zu so ein bisschen. Schaut mal. Also ich finde, das ist optimal. Werde ich mir sofort gleich erstmal hier notieren. 100 Gramm Schokostreusel. Und den Teig fülle ich jetzt in meine Form. Ich habe meine Backform hier jetzt schon gefettet und leicht bemehlt. Ich weiß nicht, ob ihr das Backtrennmittel kennt. Ich habe jetzt im Moment keins. Wollte mir jetzt auch erstmal keins machen, weil ich noch so viel anderes habe, so Kokosöl und was weiß ich, was ich jetzt erstmal verarbeiten möchte. Deswegen habe ich das mit Kokosfett eingeschmiert und leicht bemehlt. Den Teig fülle ich jetzt hier rein. Der Backofen heizt schon vor, da ist gerade noch was anderes drin, deswegen muss ich mich noch ein bisschen gedulden. Auf 175 Grad Ober-Unterhitze müsst ihr euren Backofen aufheizen. Und jetzt fülle ich gleich erstmal den Teig in die Form. Ihr Lieben, ich habe den Teig jetzt eingefüllt und ihr seht, ich habe jetzt unten noch ein paar Schokoladenstreusel draufgestreut, obwohl ich, das ist ja hinterher das Unterteil, da sieht ja kein Mensch mehr. Habe auch mal so ein bisschen geklopft, falls da irgendwo ein paar Luftblasen drin sein sollten. Und das schiebe ich jetzt für circa 50 Minuten in den Ofen. Ich mache immer Stäbchenprobe, dann werden wir das schon sehen. Aber ich habe schon probiert. Und das schmeckt genauso wie die Paradiescreme, wenn ihr die so aufschlagen würdet. Das schmeckt so lecker. Wie gesagt, bin kein Vanillefan, überhaupt nicht. Weder von Eis noch von anderen Vanillepuddings. Aber diese Paradiescreme, die finde ich 1A. Und der Kuchen kann nur was werden. Also, ab in den Ofen. Und dann lassen wir uns überraschen, was nachher dabei rauskommt. So, der Kuchen war jetzt bei mir 60 Minuten drin, denn nach 50 Minuten habe ich Stäbchenprobe gemacht, würde ich euch immer empfehlen, weil jeder Ofen backt ja anders. Bei mir war es noch richtig feucht drin, aber jetzt ist es gut. Ich hole den mal raus. So, schaut mal. Also ich finde, das sieht richtig gut aus. Bei meiner Form, die ich habe, lasse ich den 5 Minuten drin ruhen, danach stürze ich ihn. Und Geschmacksprobe müssen wir natürlich abwarten, bis der ein bisschen abgekühlt ist. Ich will mir nicht wie bei dem Portcha wieder die Schnüsse verbrennen. Also, wir sehen uns nachher und ich bin fest davon überzeugt, das kann nur schmecken, weil mir die Paradiescreme so auch super schmeckt. Und was ich nochmal ganz intensiv und, fällt mir der Ausdruck nicht an, das ist, wenn man das spontan sagt, das ist natürlich unbezahlt. Ich verfilme das aus Überzeugung, weil mir die Paradiescreme einfach super schmeckt. Also ich bekomme kein Geld dafür. Es gibt auch Leute, die machen das ohne Geld. Falls da jemand denkt, ach, die macht das ja nur, weil sie das bezahlt. So, bis zum Abkühlen müssen wir uns ein bisschen gedulden. Also, gleich. So, ihr Lieben, der Kuchen ist abgekühlt und ich habe den mit ein bisschen Paniermehl, wollte ich gerade sagen, Puderzucker bestäubt. Muss auch nicht immer Tetereté sein hier mit Schoko Überzug und hast du nicht gesehen. War eine spontane Sache, deswegen müssen wir heute mit dem Puderzucker auskommen. Er ist immer noch leicht warm und ich schneide ihn jetzt mal an. So, ihr hört im Hintergrund läuft Fußball. Wir haben Wohnzimmer, Esszimmer und Küche in einem, deswegen lässt sich das nicht vermeiden, aber ich hoffe, das ist für euch kein Problem. Also, ich weiß, das Ding fokussiert nicht richtig, deswegen halte ich euch das mal auf Entfernung unter die Nase. Also riechen tut sehr gut, es sieht auch sehr gut aus. Und jetzt probiere ich natürlich, klar. Sehr locker, sehr saftig und extremst begeisterungsfähig. Sehr schön. Mir schmeckt das jetzt auch gut mit den Schokostreuseln drin. Dass das nicht nur nach Vanille oder so schmeckt. Aber ist echt eine dufte Sache. Also dem, ich werde das auf jeden Fall auch nochmal mit Schoko ausprobieren. Habe ich mir nämlich auch gekauft.
Aber ich wollte es jetzt erstmal mit Vanille probieren. Meine liebe ehemalige Kollegin Monika, mit der bin ich gerade am Schreiben. Die hat nämlich auch gerade wieder den Kuchen im Ofen. Bei ihr hatte ich den ja unter anderem auch gesehen in der Schokoladenversion. Und auch sie ist total begeistert davon und hat den deshalb heute auch schon wieder gebacken. Will den jetzt auch mal in Vanilleversion ausprobieren. Sie sagte mir gerade, weiße Schokolade gibt es auch. Also da kann man alles Mögliche ausprobieren. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses spontane Video. Ich bin ein wenig im Räuberzivil mit meiner Gammelhose und so weiter. Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht allzu sehr gestört. Wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Genießt den Tag. Ich weiß ja nicht, wann ihr das schaut. Ganz egal, genießt bitte den Tag. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Bleibt mir gesund und mit fettigen Fingern. Bis bald. Tschüss. Du nicht.